Hallo und willkommen zu Die Gilde. Wir beginnen ein neues Spiel und ja, diesmal möchten wir einen anderen Beruf ausüben. Wir spielen wieder mal in Köln. Wir können aber auch eine andere Stadt wählen. Augsburg, Dresden, Berlin oder Hannover. Ich würde sagen, also wir spielten ja die erste Runde in Köln. Das war sehr leicht. Augsburg ist sehr schwer. Dresden wäre mal, ja, nicht verkehrt. Ja, wir haben hier starke Konkurrenz bei Spielstart. Wir können aber auch in Berlin spielen mit sechs Dynastien. Spielen wir mal in Berlin, ist eine leichte Steigerung. Ja, normale Schwierigkeit ohne historischen Nachrichten, die interessieren uns überhaupt nicht. Und wir können diesmal Aufträge machen. Da schalte ich mal einfach hier auf leichte Aufträge. Wählt einen Auftrag. Werdet reich, macht Karriere, werdet Bauherr. Werdet Universalgelehrter, werdet adelig, werdet Erpresser oder expandiert. Ich würde sagen, wir werden reich oder machen wir Karriere? Wir machen Karriere. Macht Karriere! Euer Euer Auftrag Auftrag ist ist es, es, den den höchsten höchsten Meistergrad in Meistergrad in eurem eurem Beruf Beruf zu zu erlangen. erlangen. Ja, das sollten wir schaffen. Das haben wir hier beim letzten Mal auch mit Leichtigkeit geschafft. So, wie wollen wir uns nennen? So wie wir uns immer nennen. Nur der Nachname, der wird diesmal ein anderer sein. Wir überlegen uns, was für einen Beruf wollen wir denn nehmen, damit wir uns noch, ja, ausdenken können, was für einen Beruf wir nehmen. Nehmen wir mal einen neutralen Namen oder einen relativ neutralen Namen und wir nennen uns einfach mal Texus. Ja, Nachname. Wie wollen wir uns nennen? Darüber habe ich mir überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Matexus Gilde ist jetzt nicht der beste Name. Was soll's? Ich glaube, jeder Name ist wie der andere. Unser Wappen wird wieder, wenn ich mich nicht recht, nicht recht, nicht, wenn ich mich nicht falsch erinnere, das hier sein. Und den Stammbaum, den werden wir diesmal wieder automatisch machen. So, und beim letzten Mal waren wir schon Wirt. Den werden wir diesmal nicht spielen. Wir haben also zur Auswahl Schmied, Steinmetz, Tischler, Alchemist, Parfümeur, Dieb und Prediger. So, und wie man in der letzten Folge oder in der letzten, nicht in der letzten Folge, sondern in der letzten Runde Gilde gesehen hat, bin ich eher der Fan von Handwerksberufen, aber mir ist es eigentlich relativ egal. Was ich nicht so gerne spiele, ist der Dieb. Aber im Prinzip ist es relativ egal. So, da würde ich sagen, machen wir uns dann nochmal Gedanken drüber, was wir spielen und lassen uns dafür ein paar Tage Zeit. Wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr gerne abstimmen. Wenn ihr es nicht macht, ist es mir, ja, ist es natürlich nicht so schade, nicht so schade, nicht so schön. Da, ja, da ich es natürlich begrüßen würde, wenn sich da Leute beteiligen, aber wenn das nicht der Fall sein sollte, ist es auch nicht schlimm und ich wähle dann selbst was aus. So viele Leute schauen ja meine Videos noch nicht. Ja, der Wirt fällt raus, das ist schon mal klar. Den haben wir schon gespielt, ansonsten ist alles möglich. Also ich wiederhole nochmal, der Schmied, der Steinmetz, der Tischler, der Alchemist, der Parfümeur und der Dieb. Und zum Schluss hier der Prediger. Ja, dann hoffe ich, es hat euch bisher
gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.